Hi, heute geht es um die richtige Pfanne, hauptsächlich für den Gasherd. Auch hier zeigen wir noch mal kurz die Variante, wie es bei Induktion oder Ceran aussieht, aber wir haben hauptsächlich Pfannen für Gasherd oder Grillpfannen, die funktionieren auch auf Ceran und Induktion. Ich fange mal an mit der beschichteten Pfanne. Das ist immer das schwierigste Thema für alle. Eine beschichtete Pfanne hat eigentlich jeder Haushalt. Hier habe ich zwei Varianten, sind vom Aufbau aber ähnlich. Anders ist es nur, was den Boden angeht. Auch hier haben wir einmal eine richtige Alupfanne, die ist komplett aus Aluminium und funktioniert eigentlich nur auf Gas gescheit. Ceran geht auch, Induktion auf keinen Fall. Für Induktion bräuchtet ihr immer einen untergesetzten Boden, der diese Induktionshitze aufnimmt. Aber auch diese Pfanne hat zwar diesen Stahlboden, ist aber selbst aus Aluminium. Das ist hier in dem Fall geschwärzt, aber es ist immer Aluminium. Warum Aluminium? Jede beschichtete Pfanne hat Aluminium, weil diese Beschichtung innen drin wird aufgetragen auf das Alu. Und die können das alle nennen, wie sie wollen. Am Ende ist das eine Kunststoffbeschichtung in irgendeiner Form. Ob das Teflon genannt wird oder wie sie das alle mit irgendwelchen Wabenvarianten. Das sind immer Kunststoffschichten, die aufgetragen werden. Und sobald die zu heiß werden, verbrennen die und werden vor allem vorher erstmal weich. Und dann sind sie sehr anfällig. Dies hier sind Aluminiumpfannen, die ein sehr dickes Alu haben. Alu wird nicht so heiß und wenn es so dickwandig ist wie dieses hier, verteilt es die Hitze wahnsinnig gut überall hin. Selbst wenn ihr hier in der Mitte einen Gasbrenner habt, der nur einen Ring hat, der hier die Hitze aufüberträgt, kriegt ihr trotzdem Pfannkuchen gemacht, die total gleichmäßig sind, ohne dass ihr den Ring überhaupt nur erkennen würdet. So schnell verteilt das Aluminium diese Hitze in der Pfanne weiter. Für Pfannkuchen, Crepe, Rührei, Spiegelei und so weiter kann man solche Pfannen verwenden. Man darf die Pfannen nie verwenden für irgendwas, was wirklich heiß werden soll. Wenn ihr versucht, so eine Pfanne heiß zu machen, dann ist eigentlich schon alles falsch. Röstaromen sind mit einer beschichteten Pfanne nicht wirklich zu erzeugen. Wenn ihr die auf dem Gas habt, könntet ihr die so heiß machen, bis die irgendwann verbrennt, einfach die Schicht. Und deswegen ist es Pinienkerne oder sowas anbraten in einer leeren Pfanne, ist nicht geeignet. Da muss immer irgendwas die Hitze abnehmen in der Pfanne. Wenn ihr Fleisch machen wollen würdet, wäre die Hitze sofort weg. Wenn ihr in so eine Pfanne vorher heiß macht, ein Stück Fleisch reinlegt, zieht die Hitze einmal ganz kurz an die Oberfläche des Fleisches, aber es reicht nicht genug Hitze, um da richtig Röstaromen auf Fleisch oder auch auf Gemüse zu kriegen. Dafür solltet ihr Stahlpfannen nehmen. Da komme ich gleich zu. Ich zeige euch mal eine Pfanne, wie die aussieht, wenn ihr die ein paar Jahre benutzt habt auf einem Herd. Ich habe hier unten eine, die habe ich von mir von zu Hause mitgebracht. So sah die früher aus und so sieht sie jetzt aus. Das ist einfach letztlich verbrannte Kochrückstände, Fette, die auf dieser Pfanne verbrennen. Auch innen passiert das zum Teil. Die ist jetzt schon einige Jahre alt und dadurch wird die Beschichtung auch schlechter. Auch hier haben wir kleine Kratzer über die Jahre dieser Pfanne zugefügt. Da kann es schon, wenn die Pfanne zu heiß ist, reicht das schon ein scharfer Spachtel aus Holz, der da Macken reinmacht, weil diese Beschichtung einfach weich wird, wenn die Pfanne zu heiß ist. Aber die ist seit vielen Jahren im Einsatz und ich habe die heute mal mitgebracht, um die zu zeigen. So sieht es neu aus und nach ein paar Jahren sieht das Ganze so aus. Auch von innen sieht das natürlich besser aus und funktioniert am Anfang besser. Wir haben hauptsächlich diese Gastronomiepfannen davon, weil diese Gastronomie-Variante nicht so teuer ist. So eine Pfanne kostet 40, 50 Euro und hält einige Jahre auf einem Herd. Wenn da aber irgendwann ein Fehler mitgemacht wird, der Besuch kocht, versucht das Schaf aufzubraten, dann macht ihr so eine Beschichtung irgendwann kaputt. Es lohnt sich da nicht, richtig teure Töpfe zu kaufen eigentlich, weil es sollte eine einfache Sache sein. Für Induktion gibt es Ähnliches. Dann mit irgendeiner Aufnahme unten drunter, die diese Induktionshitze aufnimmt. Die bleibt dann auch leichter gerade und plan über die ganzen Jahre. Aber auch da ist das gleiche Problem, dass man das schnell mal zu heiß macht. Induktion schützt den User meist davor, das zu heiß zu machen, weil Induktion wird nicht so heiß. Induktion ist sehr schnell im Gas geben, hat sehr viel Power, sehr schnell in den Pfannenboden, aber das ist gefährlich für so ein Kochgeschirr, weil sie es dadurch verziehen kann. Ihr solltet jegliches Kochgeschirr langsam, also vor allem leeres Kochgeschirr, langsam aufwärmen. Wenn da Wasser drin ist, ist das nicht so ein Problem. Aber wenn ihr nur bei Induktion bestimmte Stellen heiß macht und die anderen noch kalt sind am Anfang, dann will der Boden sich verziehen und da leiden Töpfe und Pfannen sehr drunter. Das seht ihr auch nochmal in dem anderen Video, was wir gedreht haben über Töpfe für Gas. Genau, da muss man immer mit arbeiten und lernen mit umzugehen. Und gerade bei Gas hat man noch eine höhere Hitze und deswegen nur Aluminium, besser kein Stahl, was unnötig hohe Hitze in die Pfanne bringt. Und damit kann man wunderbar auch viele Jahre arbeiten. Wir haben immer mehr Kunden, die gar keine Pfannen dieser Art haben. Die kommen aus mit Stahlpfannen. Ich habe hier mal zwei. So sehen die neu aus.
Das sind einfach Stahlpfannen. Hier ist jetzt eine leichte Bienenwachsbeschichtung drauf, deswegen ist die so matt als Oberfläche. Und die ist dafür da, damit die nicht hier im Laden bei uns im Keller schon rostet, die Pfanne. Das könnte passieren, wenn da ein paar Wassertropfen draufkommen und die dann lange gelagert wird, dann rostet die, weil das ist nur Stahl. Deswegen müssen solche Pfannen erstmal eingebrannt werden. Auch da habe ich eine von zu Hause mitgebracht. Diese hier habe ich nämlich zu Hause auch in Gebrauch. Und so sieht die irgendwann aus. Neu und so. Und das ist auch von unten nicht anders. Auch da seht ihr, dass das einfach durchs Nutzen passiert. Hier ist jetzt aber ein entscheidender Faktor. Ihr arbeitet euch da eine Schicht drauf. Und früher hatte die Oma die Bratkartoffelpfanne. Und diese eine Pfanne wurde nur für Bratkartoffeln verwendet. Und wehe, da macht jemand was anderes drin. Weil die Stärke von den Kartoffeln eine bestimmte Art von Schicht ausbildet. Und die ist anders ein bisschen als eine Schicht von Fleisch. Und die wirken beide antihaft. Also ihr habt wirklich eine richtige Antihaftfunktion auf diesen Pfannen irgendwann, wenn die gut eingearbeitet sind. Aber ihr könnt die wieder kaputt machen. Das heißt, wenn ihr hier jetzt in dem Moment in so einer Pfanne einen Fisch macht und da viel Zitronensäure reingebt oder sowas, Zitrone, dann würde diese Säure diese Schicht wieder lösen und kaputt machen. Genauso ist es beim Spülen. So eine Pfanne wird in vielen Fällen, wenn ein bisschen Rapsöl nur drin war, dann macht einfach mit einem trockenen Zewa die sauber. Und ansonsten mit einer Spülbürste und Wasser. Und wenn es sehr fettig ist, könnt ihr auch mal ein bisschen Spüli nehmen, aber nicht so richtig gründlich sauber machen. Ihr merkt das deutlich, wenn ihr die zu gründlich sauber gemacht habt, haftet die beim nächsten Mal wieder. Stahl hat so eine leicht raue Oberfläche und nimmt im Gegensatz zu so einem polierten Edelstahl ein bisschen besser das Fett an und hält das auch an sich. Und dadurch funktionieren diese Pfannen richtig gut. Aber es macht manchmal Sinn, davon nicht nur eine zu haben, sondern vielleicht eine Omelettpfanne, eine Bratkartoffelpfanne für jemanden, der gerne Bratkartoffeln macht und eine, in der ich alles Mögliche anbrate. Und dass man dann mehrere von diesen Stahlpfannen hat. So eine Stahlpfanne, eine gute, kostet 50, 75 Euro je nach Größe. Die gibt es ja in allen Durchmessern. Da müsst ihr gucken, was ihr braucht und was ihr haben wollt. Da kann man eigentlich so gut wie alles drin machen, auch scharf anbraten für Fleisch. Da liegt es einfach daran, dass Stahl viel mehr Hitze aufnimmt und ihr diese hohe Hitze dann nutzen könnt, um scharf anzubraten. Und je dicker so eine Pfanne ist, desto problemloser kann man nachher auch noch die zweite Seite vom Fleisch oder auch von Gemüse anbraten. Ich zeige euch noch mal eine weitere Möglichkeit. Das wäre jetzt einfach Stahl und dann gibt es noch Gusseisen. Das ist wiederum am besten geeignet auch für Ceran oder Induktion, weil gegossenes Eisen verformt sich nicht. Wenn ihr so eine Pfanne viel zu heiß macht auf einem Induktionsherd leer, ist es wieder möglich, dass sie sich leicht verformt und der Boden nicht ganz plan ist irgendwann. Bei Gas ist das egal, bei Induktion oder auch Ceran stört das dann, weil bei Ceran liegt sie nicht mehr überall auf und dann hat sie keine Kontakthitze mehr. Und außerdem dreht sich die Pfanne im Zweifel einfach auf der Glasscheibe. Bei Gas ist das total egal. Für Induktion würde ich dann auf Gusseisen gehen. Da könnt ihr aber genauso auch Gusseisen verwenden, wenn ihr ein Gasherd habt, weil Gusseisen richtig viel Masse hat, eine richtig hohe Hitze aufnehmen kann. Diese Pfanne zum Beispiel, man sieht es hier ein bisschen, ist schon vom Hersteller eingebrannt. Da ist schon Öl drauf gebrannt, also die ganz heiße Pfanne wurde in Öl getaucht. Das sieht man auf dem Boden ganz gut. Und dadurch ist die schon geschützt vorab. Das ist einfach nur Gusseisen, wie das nur Eisen ist. Das gleiche gibt es aber auch von verschiedenen französischen Herstellern zum Beispiel. Dies hier ist Skepschulten schwedischer. Da gibt es verschiedene Hersteller. Dies hier zum Beispiel ist genauso eine Gusseisen-Grillplatte. Die gibt es in geriffelt oder in glatt. Das hier ist eine Wendeplatte. Die ist auch aus Gusseisen, aber da ist eine Emaille-Schicht drauf. Emaille funktioniert genauso. Ihr könnt da drüber kratzen und ihr macht das nicht kaputt. Gilt letztlich auch für die Gusseisen und die Eisenpfannen. Ihr könntet natürlich die alte Schicht da wieder runterkratzen, aber die Pfanne selber macht ihr nicht kaputt. So ein Stahlspachtel darf natürlich nie für eine Antihaftpfanne verwendet werden. Besonders wenn sie warm ist, ist sie ganz empfindlich, so eine Schicht. Da muss man dann sehr mit aufpassen. Ja, das sind die Grundmaterialien. Daneben kann man noch eine Kupferpfanne verwenden, die eine Kupferschicht hat. Ich habe es gerade nur als Sauteuse hier. Und innen Edelstahl. Die baut nicht so eine hohe Hitze auf, deswegen brennt da auch nicht so vieles an. Aber wenn man diese Edelstahlschicht dann wieder sehr sauber hat, pappt das dann doch beim ersten Mal wieder ein bisschen fest. Und da ist so eine richtig eingearbeitete Pfanne einfach nochmal deutlich besser als eine Edelstahloberfläche für richtig Hitze. Da geht es dann mehr darum, dass ich eine Kupferpfanne habe für Fisch beispielsweise, wo ich gar nicht so eine hohe Hitze haben möchte. Das geht auch mit einer Aluminiumpfanne. Da gibt es Aluminium mit Edelstahlbeschichtungen wieder. Das seht ihr alles in dem Töpfe-Video. Da gibt es auch noch Möglichkeiten.
aber die Hauptfunktionen sind erstmal, ihr möchtet Hitze, also eigentlich Stahl. Ihr wollt eine Anti-Haftpfanne verwenden, dann ist sie nicht für Hitze, sondern für ein Omelett gemacht, nicht zum Anbraten. Und dafür gibt es dann entsprechende Aluminiumpfannen, die ich hier habe. Wir haben für gewöhnlich das, was ihr hier seht im Laden, auch da und beraten euch da gerne zu. Eine Anti-Haftpfanne ist nie eine Pfanne fürs Leben. Die tauscht man irgendwann aus, weil egal wie ihr sie behandelt, irgendwann ist diese Anti-Haftschicht kaputt. Wer die gut pflegt, 5 Jahre, vielleicht 10, aber eigentlich gibt es eine Menge Leute, die die viel öfter durchbringen. Das liegt aber daran, dass die keine Stahlpfannen haben und dann versuchen, hier drin scharf anzubraten. Und da ist eigentlich der größte Fehler. Das geht nicht. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, einen Überblick über Pfannen zu finden. Abonniert uns gerne, lasst gerne ein Like da, wenn uns das Video gefallen hat. Viel Spaß mit unseren weiteren Videos. Danke!